Hallo, liebe Kinder. Da sind wir wieder, die Mitarbeiterinnen der Freitaler Bibliotheken. Eine neue Geschichte erwartet euch hier. Dazu begrüßen euch euer Biberrabe und eure Praliske aus der Zweigstelle unserer Bibliothek in Zaukerode. Ich habe wieder aufgeschrieben, was unser Biberrabe Neues erlebt hat. Hört einmal zu. Der Biberrabe und der Fiedler Rotkopf Görg. Ein herrlicher Tag. Die Frühlingssonne lacht herein und unser kleiner Biberrabe sitzt froh gelaunt auf dem Schrank. Durch das geöffnete Fenster kann man das Gezwitscher der Vögel vernehmen. Noch ist es still in der Bibliothek. Erst später am Tag werden die Besucher kommen. Die Bibliothekarin hat in den hinteren Räumen zu tun. Zeit für den kleinen Biberraben, sich noch ein wenig umzusehen. Sein Blick fällt auf das Plakat am Regal. Dort sind in einem Bild zwei Männer zu sehen. Der größere mit der Fiedel trägt einen gefüllten Hut in der Hand. Merkwürdig, denkt der Rabe. Ein gefüllter Hut? Vielleicht ist es ein Musiker? Der kleinere mit seinem langen Bart hält eine Schaufel fest und versucht, den anderen am Arm zu ziehen. Ob sie streiten? Plötzlich schaut der Musikant zu unserem kleinen Biberraben herüber. Hat er ihm gar zugezwinkert? Jetzt befreit er sich mit einem heftigen Ruck aus der Umklammerung des Zwerges. Dann steigt er aus dem Bild und setzt sich mit einem kühnen Schwung mitten auf die Ausleihtheke. Er legt den Hut auf dem Tisch ab, lässt die Beine baumeln, sieht aus dem Fenster und dann wendet er sich dem kleinen Raben zu. Hey, was sitzt du bei diesem schönen Wetter hier herum? Flieg hinaus! Heute steht das Fenster offen und du kannst eine Runde über die Wiese drehen. Der Biberrabe schüttelt den Kopf. Das geht doch nicht. Er gehört in die Bibliothek. Draußen fliegen schließlich genug gewöhnliche Raben, Krähen und auch Elstern umher. Ein Biberrabe aber hat Verantwortung. Hier drinnen. Er muss genau beobachten und zuhören. So kann er den Besuchern bei der Suche nach Büchern und Wissen hilfreich sein. Na du willst wohl nicht an die frische Luft? Fragt da der Mann auf dem Tisch. Der Biberrabe schüttelt noch einmal seinen Kopf, hält ihn dann etwas schief und schaut den Jüngling an. Ha, lacht dieser. Du wunderst dich wohl, was ich hier mache? Willst du wissen, wer ich bin? Er zieht den Bogen über sein Instrument und ein langgezogener Ton schwirrt durch den Raum. Klingt ja fast wie eine quietschende Tür. Der Zwerg auf dem Plakat hält sich entsetzt die Ohren zu. Wieder lacht der Jüngling. Ich bin Rotkopf Görg, der Fiedler aus Burg. Eigentlich spiele ich fröhliche Lieder zum Tanze. Ich bin der beste Musikante weit und breit.
Auch bei ihm im nahen Windberg war ich zum Fest geladen. Doch nun will mich der Berggeist dort nicht recht entlohnen, scheint mir. Verärgert sieht Rotkopf Georg zum Zwerg auf dem Plakat und dann in seinen Hut. Ich darf nicht reden über meinen Lohn, doch sie selbst, Rabe. Soll das der Dank sein für eine lange Nacht voller Tanzweisen? Schau nur in meinen Hut. Der Fiedler hält dem Raben seine abgenutzte, doch gut gefüllte Kappe vor den Schnabel. Sind das da Steine oder Kohlen oder was? Fragt sich der Rabe. Irgendwie blinkert es aber auch aus dem Hut. Der Berggeist vom Bild blickt vielsagend und nickt dann ganz langsam mit seinem Kopf. Was weiß er wohl, was Rotkopf-Georg nicht zu ahnen scheint? Und da kommt auch unserem Biboraben etwas in den Sinn. Vielleicht sind das da im Hut die verzauberten Goldstücke aus der Windbergsage? Hoffentlich leert Rotkopf Georg seinen Hut nicht achtlos aus, bevor die Verwandlung stattfinden kann. Oh je, wie soll der Rabe es ihm sagen? Da klackt eine Tür. Die Bibliothekarin läuft auch schon durch die Räume. Oh, nun aber schnell. Der Biborabe krächzt leise. Und schlägt aufgeregt die Flügel. Da wird auch Rotkopf Georg aufmerksam. Flugs springt er von der Theke und steigt mit Hut und Fiedel zurück ins Bild. Bis bald, ruft er noch dem Raben zu. Und dann steht er wieder mit starrer Miene dem alten Berggeist gegenüber auf seinem Platz. Oh, das war knapp. Nun kommt schon der erste Besucher und sieht durch das Fenster in die Räume. Die Bibliothekarin eilt jetzt herbei. Sie streicht dem kleinen Biboraben im Vorbeigehen noch einmal zärtlich über das Gefieder und sperrt dann die Türe auf. Ein neuer, spannender Bibliothekstag beginnt. Und ihr, liebe Zuhörer, seid ihr neugierig auf weitere Geschichten von uns? Dann kommt vorbei hier auf dem Kanal oder in unseren Bibliotheken. Tschüss, bis zum nächsten Wiederhören, sagen euch der Biborabe und eure Frau Liske.